Hallöchen! Ich teile mit euch in diesem Video ein paar Auszüge aus einem Interview, welches ich mit der lieben Claudia gemacht habe zum Thema BDSM. Und ich wollte euch ein paar Sachen daraus einfach mitgeben. Und wenn du Lust hast, mehr von dem Interview zu sehen, sobald es irgendwo online ist, findest du es in der Infobox, das ganze Ding. Und folge Voss. Das ist das, wofür wir das Interview gemacht haben. Das findest du, das Instagram von Voss, da sind Informationen zum Thema Sexualität und Sexualtherapie und alle möglichen Sachen. Also es ist wundervoll. Geht gerne auf Instagram Voss folgen und ich lasse euch einfach mal mit ein paar Gedanken zum Thema BDSM. Ich arbeite mit Körperarbeit, also ich habe verschiedene Massagepraktiken gelernt, so von Shiatsu-Massage über Lomi-Lomi-Massage über Thai-Yoga-Massage, und ich bin relativ früh zur Tantra-Massage gekommen. Ja, was mich da so fasziniert hat, war, dass eben in der Tantra-Massage der ganze Mensch, der ganze Körper berührt wird, dass auch der Aspekt der Sexualität, der Sinnlichkeit nicht ausgeklammert wird, dass das einfach ein total schönes Forschungs- und Spielfeld ist, auch für Selbsterkenntnis. Und dann kam ich auch zu dieser anderen schönen Subkultur des Sexuellen, dem BDSM. Und für mich haben sich diese beiden Welten sehr wunderbar miteinander vereinbaren lassen und auch gegenseitig bereichert und haben in meinem Empfinden sehr viel miteinander zu tun. Und dann habe ich einfach, ich bin dann gar nicht, weil ich es so jetzt bewusst geplant hätte, aber irgendwie kam es dazu, dass ich dann mit dieser Art von Körperarbeit und Persönlichkeitsentwicklung eigentlich auch beruflich gearbeitet habe. BDSM heute, wie ich es kennengelernt habe, wie ich es verstehe, hat sehr viel mit einem Zustand von Spiel zu tun, also sehr offen und neugierig in eine Situation zu gehen, die nicht immer unbedingt sexuell sein muss, aber die eben auch körperlich erlebt wird. Und ich glaube, also Spiel ist halt auch so ein Zustand eigentlich, wo wir am besten lernen, weil halt eben alle emotionalen Zentren, und sagen ja auch die tollen Hirnforscher, dass da Lernen stattfindet, wo eben unsere emotionalen Zentren wirklich aktiviert sind. Und das passiert tatsächlich am besten im Spiel, im Zustand des Spiels. Und ich habe im BDSM und in diesem Spiel miteinander sehr viel gelernt, tatsächlich auch über mich selber. Sehr viel darüber, meine eigenen Grenzen, meine eigenen Bedürfnisse, meine eigenen Wünsche zu spüren. Und auch die zu kommunizieren, weil das ist auch das Schöne im BDSM, geht es halt wirklich auch um einen Einfand, also man sagt ja so, dieses Safe, Sane und Consensual ist ein Konzept im BDSM, dass man eben vorher klärt, was man überhaupt miteinander machen möchte und wo die Grenzen liegen und wo die Bedürfnisse liegen. Und natürlich gibt es nie eine hundertprozentige Sicherheit, aber es wird auf jeden Fall so viel wie möglich von dem, was da passiert, versucht bewusst zu machen und darüber sich auszutauschen. Und das macht die Sache dann vielleicht doch in paradoxer Weise viel sicherer als im Alltag sozusagen, wo du auch ganz viele Situationen hast, wo vielleicht Machtgefälle eine Rolle spielt oder wo aber darüber nicht gesprochen wird, weil das viel subtiler abläuft und man gar nicht so schnell hinterherkommt, was war das jetzt eigentlich? Und insofern ist es vielleicht keine BDSM-Situation, weil es nicht als lustvoll erlebt wurde. Aber im BDSM trainieren wir das so richtig, ne? Es ist irgendwie in diesem Spiel, also auch zum Beispiel Rollenspiele oder so, da reinzugehen. Ich habe da, also für mich war das einfach eine riesen Spielwiese und Experimentierfeld und ein Tor zu noch tieferer Selbsterkenntnis. Und das ist ja insgesamt so auch mit der Sexualität, ist oft wie so ein Brennglas für ganz existenzielle Gefühle. Das ist eigentlich auch für mich dieses total, also Tolle am BDSM, dass man eben in diese ganzen Rollen reingehen kann, alles, was uns geprägt hat, auch gesellschaftlich, was sich auch in der Sexualität und unter anderem widerspiegelt, sich das anzugucken und da reinzugehen und diese Teile anzunehmen, und dann können die sich auch verändern oder die sind dann auch ruhig, die dominieren dann auch nicht das ganze Spielfeld. So.
dann sind wir einfach auch gelassener so mit uns selbst und auch mit anderen Menschen. Die Abkürzung, ja, das steht für Bondage, Discipline, Domination, Submission, Sadomasochism. Das deckt halt einen riesen Bereich ab, ne? Also allein Bondage, Fesseln, so, das ist ein Riesenfeld, worüber man allein da, also darüber könnte man schon stundenlang sprechen. Und es ist doch nur ein Aspekt von diesem, ja, von diesen vier Wörtern BDSM, so, was da alles mit drin ist. Auch Submission und Dominanz, da geht es manchmal gar nicht so sehr jetzt um Schmerz oder halt eher um dieses, das können ganz subtile Sachen sein, wie mit verschiedenen Positionen zu spielen. Zum Beispiel so ein Begrüßungsritual in der Massage kannst du auch in verschiedenen Positionen, allein schon wenn du vor einer Person stehst und die Person kniet oder sitzt, hat das einen ganz anderen psychischen Effekt, wie auf Augenhöhe sich zu begegnen. Ist natürlich innerlich trotzdem immer auf Augenhöhe, aber mit diesen leichten Aspekten von Submission und Dominanz halt zu spielen, ist sehr interessant, auch für beide Parts, ne? Für den Dominanten wie für den Submissiven. Zum Beispiel, wenn es darum geht, auch zu spielen mit dem, also wie fühlt es sich an, wenn du jetzt zum Beispiel der dominante Part bist und jetzt vielleicht auch nur einen begrenzten Zeitraum, so sagen wir mal Viertelstunde, 20 Minuten für die andere Person zuständig bist, die durch eine Empfindungswelt hindurchzuführen und sie dir vorher ihr Vertrauen gibt und sagt, okay, mach mit mir jetzt, was dein Impuls ist. So. Natürlich im Kontakt. Und das ist für viele schon super, super schwierig, so mit dieser Verantwortung umzugehen und nichts falsch zu machen sozusagen oder sich selbst da auch zu vertrauen, die Grenzen des anderen richtig lesen zu können oder die Empfindung. Deswegen hat man ja auch ja, viele Codewörter und sowas entwickelt oder einfach eine Sprache im BDSM, also so Regeln, die es vielleicht leichter machen, gerade am Anfang dadurch zu navigieren. Und umgekehrt genauso, also ich kenne auch aus meiner eigenen Erfahrung Momente, wo ich ja, in diese Hingabe gegangen bin und gemerkt habe, oh, ich bin ganz schöner Kontrollfreak, mir fällt das gar nicht so leicht, wirklich jetzt zu vertrauen und die Kontrolle abzugeben und dem anderen, ja, dem anderen jetzt die Führung zu überlassen. Und gleichzeitig, wenn das dann passiert, kann es wunderschön und total befreiend sein. Und eine ganz, also das Vertrauen zu einer Person, mit der man sich, der man vielleicht sowieso genug schon vertraut, weil man miteinander in dieses Spiel gegangen ist, kann das einfach sehr stark vertiefen auch. Dankeschön fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn der ganze Interview irgendwann draußen ist, findest du es in der Infobox. Und solange kannst du auch was.online auf Instagram folgen. Und ja, unterhaltet euch gerne in den Kommentaren zu dem Thema. Ciao!